Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ja, ihr seht, ich sitze in einem John Deere, aber der hat jetzt nichts zur Sache zu tun. Ich steige mal aus. Und zwar dieser Anhänger ist heute die Sache, die ich vorstellen werde. Das ist ein 24-Tonnen-Anhänger, ein Dreiachser. Grafisch, ja, es gibt bessere und es gibt schlechtere. Von hinten kann man sagen, sehr detailliert. Die Anschlüsse sind alle da für Strom, für die Pressluftbremse und für die Hydraulik. Also da kann man sich nicht beschweren. Mir fällt aber gerade was ein. Ich hätte noch was machen müssen. Und zwar, tut mir leid, dass ich das kurz mal nebenbei machen muss. Mal einschmeißen muss. Na komm, gib Gas. Das habe ich jetzt gerade total vergessen. Das wollte ich eigentlich vorher machen im Offline, damit er das schon, startet zu ernten. Aber ja, tut mir leid, Leute, dass ich das vergessen habe. Das machen wir jetzt kurz mal nebenbei. Dann werde ich euch den Anhänger weiter vorstellen. Ach nee. Naja, nicht jeder ist fehlerfrei. Ah. Ah. Zack. Ah. Helfer einstellen. Und dann können wir wieder. Oh Gott, wo steht denn der jetzt? Springen wir einfach mal da rein. Jetzt sind wir gleich da. So, jetzt sind wir wieder beim Anhänger. Also dieser Anhänger, kleinen Moment mal, ich gehe mal in den Shop. Dann kann ich euch Näheres dazu erklären. Also er kostet 26.499, also 26.500 Euro. Inhalt 21.000 Liter, beziehungsweise 24 Tonnen. Füllen wir mit Getreide, Kartoffeln, Zuckerrüben und Mais. Unterhaltskosten 25 Euro am Tag. Also da kann man nicht meckern. Das ist eigentlich relativ billig. Der Dreiachser hat ein Füllvolumen von 21.000 Liter. Es ist möglich, mit dem Anhänger nach links und rechts zu kippen. Er eignet sich sehr gut zum Transport, bei weiten Strecken. Wenn ihr ihn verkauft, habt ihr ja, so ungefähr die Hälfte raus. 13.249. So, ich werde mich mal reinbegeben in den Traktor. Super. Ich fahre eh wieder mit der Außenperspektive. So, Tür ist zu. So, jetzt hoffe ich mal, dass ich da rumkomme, ohne das Gewicht umzufahren. Ja, genau. Ja. Ach so. Eins haben wir vergessen, also Bremslichter gehen. Licht geht auch. Blinker gehen nicht. Okay, Lichtskript leider nicht mit verbaut in dieser Mod. Obwohl ich schon einige Sachen hatte, wo zum Beispiel der Agroliner Trailer Q1 war das, glaube ich. Der hat zum Beispiel einen Lichtmod mit verbaut gehabt, aber oder Lichtskript nennt sich das ja, entschuldigt bitte, nicht Lichtmod. Und ja, gut. Wäre schön gewesen, wenn es funktioniert hätte, aber naja, man kann nicht alles haben, sagen wir mal so. So. Jetzt geht's dann weiter. Dann werde ich mal schauen, dass ich den Anhänger beladen kriege. Gut, mit dem Feld wird der Anhänger bestimmt nicht ausgelastet sein, aber ich werde den jetzt auch nur ein bisschen beladen, weil wenn wir den jetzt komplett beladen wollen, da wird diese Mod-Vorstellung dann ewig und drei Tage gehen. Aber ich sehe gerade nichts. Ach, aktuelle Abkippseite. Umschalt links und Q. Das ist die Abkippseite. So, Junge, jetzt wartest du. Ah, einladen. Oh, ich sehe gerade, der Anhänger, der hüpft ein kleines bisschen beim Stehenbleiben. Das dürfte aber eigentlich auch nicht sein. Also, es wäre vielleicht noch ein Verbesserungsvorschlag, aber gut, naja.
Wie man es nimmt halt, da kann man gerade so mit leben. Hoffen wir mal, der hüpft nachher nicht umher, wenn der Anhänger voll ist, weil dann wäre es nämlich unreell. Wenn er leer ist und ein kleines bisschen hüpfen soll, gut, wenn man bremst, sollte er eigentlich nicht hüpfen. Aber man kennt es ja, wenn der Anhänger leer ist und kein Gewicht drin, dann ist es klar, dass er ein bisschen hüpft. So, bremsen wir mal. Ah, jetzt hüpft er nicht mehr. Also ist es so, wenn er voll ist, dass er nicht hüpft. Das ist ganz gut. So, jetzt sehen wir mal gerade nichts durch den Baum. Ah. Kannst das Rohr ruhig offen lassen, Junge. Ich komme noch die Strecke mit hinter. Und dann werden wir ausladen. Ja. So, nun komm aus den Pötten. Ist der Traktor beschleunigt? Ist der Mähdrescher schon wieder in Ecken weiter? Aber das ist ganz gut. So habe ich dann wenigstens genügend Zeit, mich zu positionieren unter diesem Auslassrohr vom Mähdrescher. Ah. Aktuelle Abklippseite 1. Nee. Ah, okay, ihr seht oben. Ich mach's nochmal. Kann man die Abklippseite wechseln. Ich werde auch hoffen. Ich hoffe mal, dass ich beim Abkippen schnell genug bin, dass er eine Seite erstmal kippt. Und dann werde ich euch zeigen, wie er die andere Seite dann kippt. Ich hoffe es mal, dass ich schnell genug bin. Weil bei, naja, sagen wir mal, 29% Ladevolumen könnte es ein kleines bisschen schwer sein. So, jetzt, was hat er drin? Wieder, sehen wir nicht wieder, er hat Gerste geladen. Oh, dann fahren wir mal jetzt zum Hof. Könnte ein kleines bisschen lecken mal wieder, sage ich euch lieber gleich vorher Bescheid. Weil umso mehr Daten der Rechner zu verarbeiten hat, umso ja, leggy-tank wird's. Fahren wir gerade richtig schön zu hören, wie der Traktor geschalten hat. Ja, dann begeben wir uns mal hinten zu der Abladestelle. Und dann werden wir mal sehen, was passiert. Also wenn man so will, auch ein richtig guter Anhänger. Eigentlich. Detailtiefe könnte ein kleines bisschen besser sein. So, Abkippseite links. Ihr seht's. Dann brechen wir mal ab. Q, hey, Umschalt, Q, Abkippseite 2, kippt da zur Beifahrerseite ab. Also, beim PKW Beifahrerseite. Also, meiner Meinung nach, ja, ein guter Anhänger, ordentlich Volumen, dafür, dass es ein Dreiachser ist, mit Knickgelenk, Knickgelenk nicht, aber mit Gelenk drinne. Und dann würde ich sagen, wenn ihr möchtet, sehen wir uns bei der nächsten Mod-Vorstellung. Also bis zum nächsten Mal.